einzige Vorentscheidung fallen wird um den zweiten Platz. Und wenn die Tschechoslowakei hier heute verliert oder nur ein Unentschieden herausholt, dann wird sie wahrscheinlich nicht einmal den zweiten Platz heuer holen können. Die Tschechoslowakei muss also gewinnen, um zumindest noch den zweiten Platz und theoretisch vielleicht sogar den ersten Platz zu erringen. Die CSSR spielt in den blauen Dressen von rechts nach links im ersten Drittel. Das Dreieck zwischen der CSSR und Schweden, Sie wissen es, endete mit einem etwas unerwarteten Untersuchung vielleicht der Aufstellungen. Hier haben wir ein Bild Ulf Sterner, den Senior der schwedischen Mannschaft. Bei den Schweden also beide Abrahamsons, angeblich sich schon seit Beginn der Weltmeisterschaft hier in Moskau aufgehalten hat, aber er dürfte dem Reglement nach... Das ist William Löfqvist, der also nun die Nummer 1 im schwedischen Team ist. Also kleine Verletzungen gibt es hier in Hülle und Fülle. Jetzt aber nach wie vor das Powerplay der Tschechoslowakei. Pospisil. Und gut gemacht, 1:0 durch Jiří Holík. 1:0 für die Tschechoslowakei nach Zuspiel von František Pospisil. Pospisil, hier ist die Wiederholung. Da ist der Verteidiger und weitergeleitet. Schön gemacht von Jiří Holík und der freut sich. 1:0 während der 5-Minuten-Strafe von Söderström nach. Björn Johansson. Johansson, gut gemacht. Schöner Alleingang, noch eine Chance, Hammerström. Und Tor! Tor, ich glaube, Söderström hat noch abgestaubt. Dann Söderström mit der Nummer 23 ist der Torschütze. Die ganze Szene in der Wiederholung, zunächst der Alleingang von Johansson, Schuss von Hammerström und dann abgestaubt. Dann Söderström 1:1 nach genau einer Minute im zweiten Drittel. Und Söderström hat diesen Treffer wirklich notwendig gehabt, denn er war es ja, der durch die 5-Minuten-Strafe ja das... Martinez ist da und Löfqvist weit aus dem Tor. Mit einem Hechtsprung hat er den Puck ins Publikum befördert. Eine sehr gewagte Einlage. Denn ein Eishockey-Torhüter, wenn er einmal aus seinem Torraum draußen ist, dann ist er natürlich durch seinen recht interessant. Eines merkt man aber doch deutlich bei beiden Mannschaften, besonders aber bei der CSSR. Das Tempo ist nicht allzu hoch und weit, wenn zwei ausgeglichen gute Mannschaften Eishockey spielen. William Löfqvist von Brynäs. Er ist das erste Mal bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft mit dabei, 24 Jahre alt. Ulf Sterner, schöne Körpertäuschung, guter Pass. Karlsson hat aber diese Chance. Echte Vorteile buchen können. Und dann geblendet. Und das ist Wladimir Martinez, auch in seinem Gesicht noch deutliche Spuren vom verlorenen Spiel gegen die Sowjetunion. Eine Strafe für Václav Nedomanski. Ein sehr interessantes Spiel im Vergleich zu den meisten übrigen Spielen hier in Moskau. Ein ausgesprochenes Spitzenspiel. Auf jeden Fall werden wir jetzt für die letzten 20 Minuten noch, so hoffen wir zumindest, spannende Szenen miterleben. Denn besonders die Tschechoslowakei muss nun aus ihrer entweder freiwillig auferlegten oder durch den Kraftverschleiß schon erzwungenen Reserve heraus. Sie muss nun offener spielen, sie muss mehr auf Angriff umschalten. Denn letztlich wird es vielleicht noch von Bedeutung sein,
mit welcher Tordifferenz die Spiele Schweden gegen Tschechoslowakei insgesamt ausgegeben. Das ist Ulf Sterner, der heute eine seinem Können Nedomanski gegen Hedberg und Watzlaw hat sich durchgesetzt. Palicek. Und diesmal sehr gut gemacht von William Löfquist. Und Bedrängnis vor dem Schwedentor, trotz der numerischen Unterlegenheit. Und jetzt gibt es wieder eine Strafe. Und zwar wird der zweite Holig und möglicherweise auch der Schwede, wir werden es gleich sehen, hinaus müssen. Irische Holig. Große Geste, auch er kann es nicht fassen. Und die Reaktion des Moskauer Publikums interessant. Pfiffe. Ja, jetzt zwei Entscheidungen, die dieses Spiel möglicherweise entscheidend mit beeinflussen könnten. Also Jerzy Holik muss hinaus. Beide Holiks also auf der Strafbank. Die Schweden blieben ungeschoren. Naja, 5 gegen 3 und das ist die große Ausgleichschance. Das Wunder fertig bringen praktisch. Jetzt. Das ist Tord Lundström. Das ist Lars-Erik Schürberg. Allem doch recht verdienten 3:3 unentschieden und hat somit insoweit eine Klärung gebracht, dass die Tschechoslowakei aus dem Rennen um den Weltmeistertitel ist und auch im Rennen um die Silbermedaille heute doch sehr viel an Boden verloren hat.